Hallo, ich grüße euch aus meinem Atelier und ich freue mich, dass ihr auf meinem Channel seid. Mein Name ist Sandra Bader und wir machen heute ein Acrylic Pouring wieder. Und zwar mache ich drei Stück und habe besondere Farben und auch mal was Besonderes vor heute. Und zwar habe ich den Zellaktivator, den weißen, nochmal gemischt mit Türkis. Ich hoffe mal, dass das funktioniert, dass wir das hinkriegen. Also es ist ein Test, das ist eine Premiere, seid gespannt. Ich freue mich und auf eure Kommentare, was ihr davon haltet, ob es euch gefällt, schreibt es mir unten rein und vergesst bitte nicht, meinen Channel zu abonnieren und gerne auch Daumen hoch. Für Anregungen bin ich immer offen und freue mich, wenn ihr Ideen habt, die ich gerne in Zukunft auch mal für euch ausprobieren soll, testen soll. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Denkt dran, abonniert, Daumen hoch und die Materialien und die Beschreibung findet ihr unten im Text. Unter dem Video in der Infobox. Da ist alles verlinkt. Ich freue mich. Also gehen wir los. Bis dann. So, dann lass uns mal anfangen. Ich bin gerade meine Handschuhe am Anziehen. So. Wir machen jetzt hier ein Hexagon heute mal. 3, 4, 6 Ecken. Und zwar, was ich eben schon angesprochen habe, guck mal. Bin mal gespannt, ob das als Zellaktivator funktioniert. Da habe ich Titanweiß drin. Titanweiß und von DecoArt das. Ich zeige es euch hier mal. Bahama Blue. Wollte ich einfach mal testen, weil ich hier von Arteza habe ich mal dieses Electric Blue und Pearl Lime Green. Und auch Perlweiß, also von Arteza, Metallic Farben. Und dann habe ich noch von DecoArt Extreme Sheen. Und zwar ist das Saphirblau. Das ist das hier. Hat auch einen schönen metallischen Schimmer. Ich glaube, so sieht das besser, gell? Ja. So, wir fangen jetzt aber erstmal an. Machen hier ein Kissen drauf. Verteile es schon mal immer gerne ein bisschen. Dann mal einmal die Bläschen ein bisschen wegpusten. Schaut auch gerne immer mal auf meine Homepage www.luna-casa.de. Da gibt es immer Neuigkeiten, auch Termine für Workshops und so weiter und so fort. So, ich habe hier, das ist schon mal angemischt von Lukas, preußisch blau, da war ein Rest drin. Und den habe ich da einfach fertig mit angemischt. Kann ich das daraus gleich verwenden? Hier habe ich Gold, ist auch von Arteza. Das ist DecoArt, das Blue. Dann nehmen wir jetzt dieses Grün. Von Arteza. Oh, ein bisschen Schwarzkontrast. Perlweiß. Und Arteza das Blau nochmal.
Da gehen wir auch gleich mit dem Föhn drüber. Ich puste mit dem Föhn. So. Und jetzt probieren wir das mit diesem Zellaktivator. So, Achtung, wird laut. Wo ist mein Föhn? Fantastisch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen mit den Zellen. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich will gerade hier am Rand noch zumachen. So, dann machen wir einfach die Ecken nochmal zu. Da zieht sich dann runter die Farbe einfach, wenn man mit dem Weiß nochmal dran geht. Wie gesagt, wenn ihr genauere mal Anleitung wollt, meldet euch auf meiner Homepage bei den Workshops an. Da sind wir 1:1 online. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Tolle Farben. Zellen super. Und es ist mal eine andere Form, dieses Hexagon. Wir haben auch den schönen Glanz. Es tut sich noch was, hier kommen noch. Können wir gleich dann noch mal beobachten. Jetzt machen wir erst noch mal die zwei anderen. So, jetzt machen wir das nächste. Auch wieder ein Kissen. Das machen wir jetzt mal so. Blau. Hier haben wir auch noch was drin. Bisschen schwarz. Helles Blau. Dekoart. Das ist wirklich ein ganz zartes Lemongrün. Perlweiß. Da würde ich schon gerne was Dunkles erst und dann machen wir diesen türkisfarbenen Zellaktivator. Um das nochmal richtig zu sehen, wie und ob das funktioniert. Muss man selber pusten. Fantastisch. Na, bleib aus.
Hammer. Moment. Jetzt habe ich doch die Haare wieder ganz in den Farben gehabt. Richtig schön. So, also ihr seht, ihr könnt auch Farbe beimischen. Es wieder ein bisschen sammeln lassen, sonst, wenn ihr jetzt schwenkt, dann zerreißt es euch die Zellen. Also, ihr könnt wie gesagt Farbe beimischen zu dem Titanweiß und dann das australische Fluoetrol, um diese Zellbildung zu bekommen. Super. Fantastisch. Ein schöner Schimmer auch und wahnsinnig tolle Zellen. Hammer. Genial. Man könnte jetzt hier außen noch ein bisschen verpusten, wenn man möchte. Wenn nicht, lässt man mal so diese glatten Ränder. Das geht auch. Ich habe ja eigentlich die Neigung, ich würde jetzt schon gerne wieder das ein bisschen auflockern, aber ich denke, man sollte es lassen. Ich habe Farbe am Ohr und an den Haaren. Ich gehe gerade noch mal mit dem Torch drüber. Moment. Da sind so kleine Bläschen und zeige euch das jetzt mal aus der Nähe. Ist der Hammer. Seht ihr diese Zellbildung und dann hier das Netz? Dieses schöne, helle, türkisfarbene Netz. Und eine Zelle nach der anderen. Wahnsinn. Vielleicht könnt ihr auch den Schimmer von dem Blau sehen. Also man sieht hier wirklich auch schön diesen metallischen Schimmer. Und wie gesagt, Wahnsinnszellen. Ich habe mir jetzt auch noch mal andere Pigmente bestellt. Richtig tolle. Ich denke mal, die kommen wahrscheinlich doch erst nächste Woche. Und da können wir mal mit anderen Farben wieder richtig schöne Sachen noch zaubern. So, und jetzt noch Nummer 3, wie versprochen. Dann nehme ich vielleicht ein bisschen Pink wieder dazu. Ich kann es ja nicht lassen. Also auch nochmal das Kissen. Kissen, Grundlage, wie auch immer du das nennen magst. Trotzdem fange ich wieder mit Blau an. Oh, jetzt habe ich mir den Handschuh eingeklemmt. Dann nehmen wir ein bisschen Schwarz. Das ist Tagesleucht Magenta von Lukas. Dann machen wir gleich von diesem Blau was drauf. Ein bisschen von diesem Limonengrün. Ein bisschen Weiß. Perlweiß von Artesa. Dieses Blau. Bisschen Gold. Kommt da jetzt noch mal ein bisschen Pink drauf. Noch mal von dem dunklen blauen Klecks.
Und wir nehmen auch nochmal diesen Zellaktivator. So. Ich probiere es, das wird laut mit dem Föhn erst nochmal, bevor ich wieder puste und meine Haare reinhänge. Achtung. Achtung. Wenn ihr wüsstet, überall am Fuß. Hammer! Oh, wisst ihr, wie schön das ist? Richtig toll, auch die Farben. Geil, super. Und seht ihr, wie schön, ich könnte jetzt hier noch mal pusten, ich kann es auch lassen. Kannst du noch mal probieren, Achtung. Genau. So, jetzt brauche ich erst noch mal andere Handschuhe. Ich zeige euch das gleich noch mal aus der Nähe. Fantastisch. Seht ihr das mit dem Pink jetzt und dem... Ah, super. Machen wir erst noch mal wieder die Ränder zu. Ne? Genau. Haben wir alles zu? Jawohl. Und wenn man das jetzt noch mit Resin, Epoxid, wie auch immer, überzieht, bekommt das nochmal eine besondere Tiefe und dieser Glanz, das ist der Hammer. Einmal noch drüber pusten, wegen der eventuellen Bläschen, die ich da gerade noch sehe am Rand. Und ich würde es auch so lassen. Oder soll man noch ein bisschen pusten? Könnte man. Ist ein bisschen verspielter dann. Man kann aber auch einfach die Linien lassen. Ne? Seht ihr, was ich meine? Man muss einfach auch mal aufhören. Könnt ihr das sehen? Was eine Farbenpracht, was für Zellen, welches Netz. Hammer, oder? Hier ist nochmal so ein paar vereinzelte. Dann haben wir das hier. Und dann dieses Pink. Die Farben sind super. Wir haben den Glanz, wir haben Zellen, wir haben Netz. Hier nochmal das in Blau. Ich finde, das ist auch sehr ausdrucksstark. Und das ist unser Hexagon mit mehr Gold. Das ist ein bisschen weicher, ein bisschen verspielter und weniger Zellen. Aber das ist mein Favorit. Ja, was gefällt euch am besten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Freue mich über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dann. Ciao.